So, hallo. Heute starten wir mit einem neuen Spiel. Und zwar ein Spiel, worauf ich mich schon richtig lange freue. Avatar: The Last Airbender. Quest for Water, Balance. earth, fire, air. Long ago, the four nations lived together in harmony. Then everything changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. Ui. Einmal kurz die Verbindung verloren. I believe Aang can save the world. Mega. Einfach eins der besten Animes, die ich jemals gesehen habe. Finde ich persönlich. Ich weiß auch nicht, also wirklich unzählige Male ich diesen Anime schon gesehen habe. Ich lasse ihn heutzutage immer noch ab und zu mal laufen. Einfach nur mega geil. So, und jetzt spielen wir mal die Story. Dadurch wird die gesamte Folge. Ja, wir haben nur einmal ganz kurz, ne, angemacht zum Probieren so. Wir können mal gucken, aber ich glaube, das Spiel hat englische Sprachausgabe. Ja, aber deutschen Untertitel. Aber ist ja nicht schlimm. Okay, go. She'll be here any minute. But this is our pie show day, Iroh. Do not worry, my friend. The director assured me this would only take a few minutes of our time. Just to confirm some details. And there she is. Gentlemen, so pleased to make your acquaintance. Allow me to introduce myself. I am Zong Ying, the director of the Ba Sing Se Players. Welcome to the Jasmine. As you know, the Ember Island Players production of The Boy in the Iceberg was said to have contained certain, let us say, historical inaccuracies. Oh, and given that the great former general's dear, dear nephew is about to become the new Fire Lord, well, it seemed obvious that the play needed a refresh. I am so proud of Zuko. Ah, yes, yes, as we all are. Which is why I wish to mount a brand new production. And who better to tell the tale, to set the record straight, if you will, than you three, who have seen it all. You could say that. No, oh, I have, and I did. And so, I entreat you, my dear, eminent, respected, wise, and dare I say, more than a little handsome gentleman, to lavish upon me the tale of the Avatar from the beginning. From the beginning? If you please, I will listen and record for all posterity the real, true story. Not one embellishment, not one! This should take no time at all, as you will speak freely, without interruption, certainly not from me. I will be quiet as a lizard mouse. Quieter. Ha-ha! Very well. Allow me to begin. People often talk about the calm before the storm. But this story begins with the storm before the calm. And oh, storm before the calm. How clever. My,
Don't you have a silver tongue? Do go on, Lizard Mouse, Lizard Mouse. Thank you. Now, as I was saying, the storm before the calm. Prolog, der Sturm. Der Sturm vor der Ruhe. Südlicher Lufttempel. Boah, ich mag den Artstyle. Ist jetzt, No way! Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin. Ich lasse nicht zu, dass sie mich mitnehmen. Ist so. Angriff von der Feuernation jetzt oder was hier? Beim südlichen Lufttempel. Ich muss gehen, jetzt. Geil. Quests, deine Ziele werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Du kannst auch ins Questmenü gehen, um deinen Questfortschritt zu sehen. Drücke, um die Menüs aufzurufen. Machen wir mal. Erster Schritt, erreiche den zweiten Ebenen. Bewege den Charakter. Das kriegen wir alles hin. Was haben wir denn hier? Quest, Gruppe, Inventar, Fertigkeiten. Schriftrollen. Karte. Geile, boah, ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. Das ist einfach, wie gesagt, mit einer meiner Lieblingsanimes überhaupt, die ich schon unzählige Male gesehen habe. Ui. Und wir spielen hier den jungen Aang. Und ich schätze mal, es ist jetzt... Oh, hallo, Appa. Wenn es überhaupt Appa ist. Das ist auf jeden Fall ein Himmelsbison. Ein Luftbüffel, wie auch immer man sie nennt. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Story kennt. Auf jeden Fall sage ich mal nichts weiter dazu. Natürlich kenne ich sie, ne? Kein Wunder, nach dem, was ich gerade erzählt habe. Ey, wir können doppelspringen. Und ich bin mal so gespannt, wie das Spiel wird. Ach, da ist unser Ziel. Und ich schätze mal, das wird jetzt sein, wo der Krieg gerade beginnt und ne, die Feuernation den Lufttempel angreift. Yes. In diesem Sturm wird mich niemand entdecken. So weit, so gut. Mission abgeschlossen. Easy, 10... Coins, Münzen, okay, ja, 10 Münzen erhalten. Wenn ich diesem Pfad folge, komme ich schneller nach oben. Ja. Dafür sind ein paar Sprünge notwendig, aber das wird mir helfen, höher gelegene Gelände zu erreichen. Ich schaffe das. Aber natürlich, erreiche die obene Ebene. Die obene, hier, ach so, nee, das war, muss nicht unbedingt Upper gewesen sein. Hier gibt es natürlich noch mehr Himmelsbisons. Ui, der Luftangriff. Oh, geilo. Dann gehen wir einmal hier lang. Zweimal für einen Doppelsprung. Das haben wir tatsächlich schon herausgefunden. Ohne das Tutorial sind wir nicht cool. Ey, das Bild ist kaputt. Die armen Bisons. Oh yeah! Ja, ich hab's geschafft. Sehr cool. Vorwärts und aufwärts. Der Ausgang ist auf der anderen Seite dieses Trainingsraums. Bevor ich gehe, sollte ich meinen Luftbändigen an diesen Trainingspuppen ausprobieren. Ja, gut. Objekte bändigen. Wenn du dich Objekten näherst, die du bändigen kannst, erscheint eine Nachricht. Drücke dann Viereck, um dein Bändigen einzusetzen. Je nach Objekt haben verschiedene Bändiger-Techniken unterschiedliche Auswirkungen. Okay. Das funktioniert doch schon mal gut. Ja, machst du kaputt. Im Sprung Viereck, jawohl. Und ach, schau mal, die Dreieck ist so eine Art, so eine Art Skill, der noch einen kleinen Cooldown hat. Den kann man nicht durchgehend einsetzen. Anders wie das Viereck, das ist so dieser Standardangriff anscheinend, den kann man durchspammen. Und, oh, da hinten sind noch Puppen. Du kannst Ziele anvisieren, um sie direkt anzugreifen. Drücke L2. Ah ja. Und dann Dreieck ist der Distanzangriff. Ah ja, okay. Also Viereck, ja, mit Viereck geht das auch gar nicht. Viereck ist der Nahkampfangriff. Und Dreieck ist dann der Distanzangriff, Fernkampf. Okay. Ja, das hat schon mal gut funktioniert. Öffne die Tür mit Hilfe des Luftbändigens. Go, die brechen wir einfach ein. Du, das war ja einfach. Ich habe genug geübt, Zeit hier zu verschwinden. Okay. Okay. Okay, die sammeln wir schon mal automatisch ein, wenn wir in der Nähe von den Münzen sind. Das ist schon mal gut. Ich muss die Klippe erreichen, bevor ich nach Appa rufen kann. Ich sollte besser darauf achten, wo ich hinspringe, damit ich nicht falle. Ja, das ist eine gute Idee. Pass auf, wo du hintrittst. Erreiche die Klippe. Ja, easy. Kriegen wir auch noch... Oh, hier brauchen wir aber den Doppelsprung. Nicht, dass wir irgendwo im Hintergrund da noch irgendwas übersehen. Kommen wir da auch hin? Nee, ich will es jetzt nicht ausprobieren, um schon direkt zu sterben.
Alles gut, ich hab's geschafft. Ich kann jetzt nach Appa rufen. Es tut mir leid, Yatsu. Aber ich bin nur ein Kind. Novize. Prolog abgeschlossen. Belohnung 10 Münzen. Okay. Caught in a storm. The Avatar found himself overwhelmed, as did Appa, and they plunged into the ocean. The Avatar and his bison remained in the ice for 100 years, until Katara and her brother Sokka discovered him. How could this boy in the iceberg possibly be the long-lost Avatar? At first, Sokka was suspicious. But Aang's charm and true nature eventually won him over. The three became fast friends, and Aang was welcomed by the people of the Southern Water Tribe. But soon, Aang would make a discovery that would set him back on the path to his destiny as the Avatar. Genau, so viel zur Vorgeschichte. Buch 1, Wasser. Der Avatar kehrt zurück. Genau. Das ist es, das Schiff der Feuermarine. Es bringt furchtbare Erinnerungen für unser Volk zurück. Wir sollten nicht hier sein, aber wenn du Beweise für den 100-jährigen Krieg möchtest, dann finden wir sie hier. Wir sollten uns umsehen und umschauen, was wir herausfinden können. Ja, wie immer. So, das Schiff. Erkunde das Schiff und erkunde irgendwas für den Krieg, um Beweise für den Krieg zu finden. Naja. Genau, Aang, ne? Der Krieg ist nämlich ausgebrochen. Ihr habt es gesehen. Aang ist abgehauen, damit die Feuernation ihn nicht schnappt. Und, ja, ist dann abgestürzt im Sturm. Und hat sich dann. Oh, wir können alles kaputt machen. Und hat sich dann in Eis eingeschlossen. So eine Selbstschutzreaktion im Avatar-Zustand, damit er nicht stirbt. Und ist dann 100 Jahre später entdeckt worden von Katara und Sokka. Und da war der Krieg jetzt allerdings schon 100 Jahre alt, wovon Aang aber nichts weiß. Eis versperrt uns den Weg. Ich kann es aus dem Weg schaffen. Ah, wir können zu Katara wechseln und Katara spielen. Das ist ja mega cool. Erstmal muss das Banner von der Feuernation hier weg, oder? Findet ihr nicht? Katara ist nämlich eine Wasserbändigerin. Jetzt müssen wir einmal gucken, ob wir mit Aang das hier vielleicht irgendwie wegkriegen. Nee, ne? Ja, weiter geht's. Also, dass dieses Schiff hier eindeutig der Feuernation, der Feuermarine gehört, das ist, denke ich mal, ne, mittlerweile unstrittig. Oh. Diese versperrte Tür trägt die Symbole der Feuernation. Wenn wir irgendwas finden, das zu den Symbolen passt, können wir die Tür vielleicht öffnen. Gute Idee, Katara. Sehen wir dort unten nach. Okay. Nutze die Karte, um dir die Orte anzusehen. Um sie anzuzeigen, drücke N und N. Drücke N. Ja, gut. So, hier kannst du sehen, wo du dich befindest. Du kannst auch sehen, wo sich deine Questziele befinden. Zusammen mit anderen wichtigen Informationen. Schaue von Zeit zu Zeit auf der Karte nach, falls du während deiner Mission den Überblick verlierst. Jawohl. Oh, ist schon sehr cool. Hier sehen wir auch unsere Quests, das ist klar. Gruppe. Oh, richtig cool. Moment, was heißt jetzt noch Optionen? Achso, die Einstellung, da können wir aber auch nicht viel mehr einstellen. Okay. Okay, hier wollen wir durch. Da kommt, hey. Noch klappt das nicht. Diese versperrte Tür trägt die Symbole der Feuernation. Wenn wir irgendetwas finden, das zu den Symbolen passt, können wir die Tür vielleicht öffnen. Okay. Dann brauchen wir Katara wieder. Sie muss uns als Wasserbändigerin das Eis hier vom Leibe schaffen. Ui. Ist mit Katara eigentlich. Ja, mit Katara ist eigentlich genau die gleiche Mechanik wie mit Aang. Seht mal, dieser Raum hat Ventile. Mhm. Vielleicht geht die Tür ja auf, wenn wir dieses Ventil in der richtigen Reihenfolge treffen. Richtigen Reihenfolge. Schalter. Betätige Schalter oder Ventile, um Türen zu öffnen oder Maschinen zu aktivieren. Mhm. 0 von 3. Okay, wir können aber auch das Eis hier einmal schmelzen. Oh, da kommen Wumperfrüchte raus. Oder Äpfel. Okay, Katara kriegt mit ihrem Wasser das hier auch kaputt. Ui, da war sogar noch ein Schalter versteckt. Was hat jetzt aber dieser Apfel zu tun? Der gibt uns... Haben wir den nicht eingesammelt, den Apfel? Wo ist der Apfel hin? Hier war ein Apfel.
Apfel ist weg. Noch sieht alles gut aus. Schau mal an. Diese seltsame Tür. Sieht aus, als bräuchte es 3 runde Griffe, um sie zu öffnen. Aber die sind verschwunden. Suchen wir sie. Sie müssen hier irgendwo sein. Halten wir die Augen offen nach diesen Griffen. Ja, klar. Nebenquests. Oh, das ist eine Nebenquest. Erkunde alle Orte, um Nebenquests zu finden. Drücke L3, um eine Quest zu verfolgen. Du kannst auch ins Questmenü gehen und dort eine Nebenquest zum Verfolgen auswählen. Drücke, um ins Menü zu gelangen. Machen wir. Ja, ich sehe das schon. Ich glaube, das ist einer der Griffe, den wir für diese Tür brauchen. Ich glaube auch. Hallo. Nein, nein, nein. Ich muss das jetzt machen, okay. Questgegenstände holen. Für die Quests und Nebenquests musst du die Gegenstände einsammeln, die im Zielmenü gelistet sind. Erkunde die Orte, um die Gegenstände zu finden und deine Missionen zu beenden. Ja, Hauptquest, Nebenquest. Und das war's. Die verfolgen wir jetzt, genau. Ich hätte aber eigentlich gedacht, dass das mit zur Hauptquest gehört, aber gut. So, ein Schalter haben wir. Bleib mal hier bei Katara, weil wir hier eher mit Katara bändigen müssen als mit Aang. Finde die Griffe der Tür, um sie zu öffnen, aber... Oh, da ist bestimmt noch eins. Mit Sicherheit ist hier drunter eins. Geht jetzt die Tür schon auf? Heavy jetzt. Hast du das gehört? Klingt, als hätte sich die Tür geöffnet. Sehen wir nach, was sich hinter der Tür befindet. Vielleicht... die Beweise, nach denen wir suchen. Ja, vielleicht. Aber heißt das jetzt, dass die anderen Griffe hier irgendwo sind? Und wie kriegen wir jetzt hier das Tor auf? Katara, gut gemacht. Oh, können wir auch mit Katara doppelspringen? Ne. Nee, Katara kann kein Doppelsprung. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wo befinden sich die anderen Griffe? Aber hier ja definitiv nicht. Und wie kommen wir an diese Truhe? Vielleicht müssen wir dafür ja nochmal hier weiter. Nicht, dass wir da jetzt irgendwas verpassen, wenn wir hier weitergehen, weil wir nicht mehr zurückkommen oder so. Sieh mal, ich sehe dort oben noch eine Truhe. Wir können sie über diese Plattform erreichen, aber sie befinden sich in der falschen Position. In der falschen Position? Wenn wir den Motor nutzen können, um sie zu bewegen, könnten wir zur Truhe gelangen. Ich bin mir sicher, dass wir es hinbekommen. Lass uns weitermachen. Okay. Quest, Kompass. Falls du dich verirrst, rufe das Questmenü auf und aktiviere den Kompass. Er kann dich zu deinem nächsten Ziel führen. Das ist gut zu wissen. Den Motor starten. Halten, um Kompass zu aktivieren. Jetzt zeigt dir der Kompass an, wohin du gehen sollst. Für zusätzliche Informationen halte L1 gedrückt, um schnell auf die Karte zuzugreifen. Okay. Und jetzt kannst du sehen, wo sich deine Ziele für die aktiven Quests und Nebenquests befinden. Sie sind nur sichtbar, wenn der Kompass aktiv ist. Der Kompass deaktiviert sich, sobald du zu deinem nächsten Ziel gehst. Also das nächste Ziel ist ja eigentlich... Also hier kamen wir jetzt an. Ich würde halt am liebsten... Moment mal. Das checke ich jetzt gerade nicht ganz, denn... Also... Ich möchte eigentlich das hier machen. Dann halte ich X für den Kompass. Und jetzt sagt er mir, wo lang? Der sagt hoch. Okay. Also sind die Griffe hier überall ver... Ne, der sagt jetzt runter. Hä? Hä? Okay, irgendwie stimmt das aber nicht so ganz, oder? Ich finde die Griffe der Tür, um sie zu öffnen. Guck mal, ich dachte, wir sollen dahin. Ich dachte, wir sollen wieder zurück. Hä? Was ist mit dem Kompass? Ich dachte, wir sollen wieder zurück. Ist der Kompass doof? Okay, wir machen erstmal weiter. I don't know. Vielleicht finden wir jetzt ja gleich hier noch irgendwie mal einen Schalter. Remaster.
Das ist eine Upper-Figur. Also, jetzt habe ich nicht. Ist das irgendwie ein Sammelerfolg? Können wir da irgendwas mitmachen? Wir können auf Upper reiten. Zwar nur eine Upper-Statue, aber. Achso, wir hätten vielleicht sogar hingemusst. I don't know. Okay, aber. Hä? Was ist. Also, der Kompass ist irgendwie ein bisschen weird, oder? Da bin ich einfach nur zu doof. Ne, wir müssen auch weiter anscheinend. Okay, wir gehen erstmal hoch. Wir gehen erstmal hoch. Obwohl, ah, der ist vermutlich da oben, ne? Deswegen sagt er uns das. Oder Moment, wartet mal. Hier hoch. Jetzt gehen wir hier lang und jetzt hier rüber. Ah, ja, okay. Also, ne, der ist schon richtig, nur die Sachen sind halt manchmal noch ein bisschen versteckt. Okay, wo der nächste sich dann befindet, ist auch klar. Und zu der Truhe kommen wir oben noch nicht. Okay, das heißt, wir brauchen erst nochmal den nächsten Griff, wie es scheint. So, und wir nehmen natürlich alles mit, versuchen alles mitzusammeln. Münzen, ich weiß noch nicht genau, wofür man die Münzen braucht, aber ja. Hey, das ist der Heizungsraum. Vielleicht können wir das benutzen, um den Motor zu starten. Sicher, wenn wir schon hier sind, aber sei vorsichtig, es könnten Fallen geben. Du hast recht, wir sollten vorsichtig sein. Das sollten wir. Aber wir wollen uns natürlich erst nochmal den Struggeln, dass wir uns den Griff snacken. Okay, diese Hilfe mit dem Kompass will ich eigentlich nur im äußersten Notfall einsetzen. Den haben wir jetzt einfach nur mal testweise eingesetzt. Aber der sollte jetzt gleich wieder deaktiviert sein, weil wir die Sachen ja gefunden haben. Und jetzt haben wir schon wieder einen Apfel eingesammelt. Wo finden wir den jetzt? Der ist nicht unter Gebrauchsgegenstände. Festgegenstände und Verbrauchsgegenstände. I don't know, ey. So, her damit. Ja. Totally. Ich habe alle Griffe gefunden. Das heißt, wir. Katara war mit dabei, ja? Lass uns zur Tür zurückkehren und herausfinden, was dahinter steckt. Das machen wir. Oh. Hey, das ist der Heizungsraum. Vielleicht können, ja, das hatten wir doch gerade schon. Vorsichtig fallen. Genau, aber wir wollen jetzt erst einmal die Tür unten öffnen. Geilo. Ein Paisho-Stein. Der weiße Lotus. Du verdienst sie, indem du Quests abschließt. Benutze sie, um in den Fertigkeitsbäumen der Charaktere Fertigkeiten freizuschalten. Ah, das sind Fertigkeitspunkte. Die mal, Paisho-Steine. Die werden wir brauchen. Glaube ich auch. Mission abgeschlossen. Jawohl. Und dadurch haben wir eine weitere Paisho-Fliese bekommen. Ich dachte, Paisho-Steine finde ich, glaube ich, besser irgendwie. Damit kannst du in den Fertigkeitsbäumen der Charaktere Fertigkeiten freischalten. Jawohl. Ang. Katara. Kosten. Oh, die kosten schon direkt 2, ne? Wir können produzieren eine mächtigere Wasserpeitsche. Extrem starker Wind. Die sind sowieso noch gesperrt. Also wir können jetzt erstmal mehr Schaden mit Aang machen oder mehr Schaden mit Katara. Mehr können wir eh noch nicht machen. Dann fangen wir mit Aang erstmal an, ne? Schwupp. So. Das nächste wären dann schon 3 Steine. Außer bei Katara, da bleibt es bei 2. Genau. Und zwar... Ein Wechsel deines Elements lässt deinen nächsten Angriff mächtiger werden. Ah, wenn wir später mehrere, weil Avatar, ne, der Herr der Elemente, also der Einzige, der alle 4 Elemente beherrschen kann. Wenn wir dann das mal wechseln, ist der nächste Angriff mächtiger. Okay, nice. Und das hier, Bändigungsanzeige, regeneriert sich schneller. Also der Cooldown, schätze ich mal, wird dann schneller sein, ne? Okay, wir wollen aber auch die Nebenquests natürlich alle machen. Also, starten wir den Motor. Also wir sollen anscheinend erstmal herausfinden, wie das überhaupt funktioniert. Wobei ich jetzt gerade nicht wirklich sehe, wo das Problem sein soll. Ja, das hatten wir alles schon. Die sagen immer das Gleiche. So, Aang. Ah, wir brauchen Wind. Wenn wir den Motor anschmeißen wollen, brauchen wir eine dieser Fackeln. Der Fackeln? Dann bringen wir sie zum Heizkessel, um ihn anzuheizen. Mach dir keine Sorgen, Katara. Ich werde dir das Feuer aus dem Weg räumen.
Rätsel. Okay. Nutze deine Bendiger-Fertigkeiten, um Rätsel zu lösen und in der Story voranzukommen. Bei einigen Rätseln brauchst du 2 oder 3 Charaktere, die jeweils einen Teil des Rätsels lösen. Für einige Rätsel ist der Einsatz von Spezialfertigkeiten erforderlich. Cool. Aber das reicht ja jetzt schon, ne? Jetzt können wir... Ach so. Wir müssen uns noch beeilen. Also mit Argen das hier machen und dann mit Katara schnell hier langlaufen. Okay, das ist ja nice. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch ordentlich komplexer wird. Aber genau so muss das sein. Ja, dreh dich. Wir haben den Motor wieder zum Laufen bekommen. Und ich habe gehört, wie sich in der Nähe eine Tür geöffnet hat. Ja. Und jetzt, wo sich die Plattformen bewegen, können wir auch die Truhe erreichen. Wie dem auch sei, lass uns gehen. Jetzt müssen wir natürlich nur noch schauen, dass Katara auch heile wieder zurückkommt. So. Sehr cool. Jetzt holen wir uns erst einmal die Truhe und dann gucken wir links durch die Tür, wie es weitergeht. So. Ne. Müssen wir nur erstmal gucken, wie wir denn überhaupt da hochkommen. Ach so, wir brauchen die linke Plattform, wo gerade der Türgriff war, ne? Ja, ist einfacher. Oder vielleicht auch nur so möglich, I don't know. Sehr gut. Eine Peuchofliese, geilo. Also die sind auf jeden Fall so ultra wichtig, diese Truhen immer die Nebenquests zu machen und die Truhen dadurch mitzunehmen. Weil wir dann durch die Truhe eine Münze bekommen und durch erfolgreiche Abschluss der Quest auch nochmal. Das heißt, wir können jetzt auch einmal... Ja, die Frage ist natürlich, was ist schlauer, ne? Mit Aang weiter... Können wir ja gar nicht. Oder zu sammeln, dass wir mit Aang weiter leveln können. Oder Katara erstmal ein bisschen zu buffen. Ich glaube, das macht beides Sinn. Zack. Okay, warum hat sich das jetzt nicht? Gesundheitsboost. Schließe die Bänder... Bändiger Herausforderung aus Kapitel 11. Ah, das kommt erst später. Okay. Kürzere Schildabdingzeit. Schild heilt deine Gruppe für eine Weile. Katara ist die Supporterin, so, ne? Okay, und jetzt gucken wir natürlich, wie es hier weitergeht. Nochmal eine Fliese. Ist aber okay. Oder ein paar Schuhstein, wie auch immer. Was ist das? Kriegspläne. Dokumente, in denen die Pläne der Feuernation für die Weltherrschaft dargelegt sind. Oh je. Oh no. Das sind Befehle des Feuerlords und seine Truppen. Sie sollten jeden auf ihrem Weg einsperren oder vernichten, der kein Feuerbändiger ist. Das ist ja furchtbar. Schau an, was auch immer wir getan haben. Irgendwas tut sich da. It's unlocked now. Hey, was ist das? Geheimnisvolle Stimme. Willkommen, Avatar. Deine Reise zum Meister aller Elemente hat gerade erst begonnen. Wer bist du? Was ist das? Das wirst du alles mit der Zeit erfahren. Wir werden uns sogar sehen, denn unsere Schicksale sind miteinander verbunden. Um dich zu leiten, habe ich diese Bändiger-Herausforderungen erschaffen. Sie sind nicht einfach nur eine Möglichkeit, deine Macht zu steigern. Sie vermitteln dir zudem die notwendige Weisheit, um diese Macht für das höhere Wohl einsetzen zu können. Um das zu tun, was jeder Avatar bestimmt war zu tun, die Welt ins Gleichgewicht zu bringen und die Nationen wieder zu vereinen. Wow, das ist ziemlich heftig. Ich vertraue darauf, dass du meinen Herausforderungen gewachsen sein wirst, Avatar. Sie werden häufig dein einziger Weg nach vorne sein. Okay, schätze ich. Tritt auf die Plattform, um deine Reise fortzusetzen, Avatar. Was war das? Du warst irgendwie einen Moment lang weggetreten, Aang. Ich habe eine Stimme gehört, die mir sagt, ich solle ins Licht treten. Ich glaube, ich sollte lieber auf sie hören. Klar, höre auf die Stimme. Tu, was sie sagt, denn sie war immer da. Hör auf ihren Rat, wird Mark Forster jetzt sagen. Okay, dann machen wir das mal. Kommt Katara mit? Willst du die Bändiger-Herausforderung betreten? Klar, warum nicht? Partys Bändiger-Herausforderung.